Wir richten scharf und herzlich. Chanson und Kabarett in Deutschland. Geschichte und Geschichten, erzählt von Jo van Nelsen. Das Wort Überbrettel ging allen Ohren leicht ein und der Gebildete vermochte sich ohne weiteres das Richtige dabei zu denken. Ein ironisches Spiel mit dem nietzschischen Ideal erhöhten Menschentums durch ein modernes Artistenraffinement angewendet auf die leichte Kunst des Brettels. Und darum strömten mir die Gebildeten in hellen Haufen zu und wurden sich bei meinen Kaviarbrötchen ihrer Erhabenheit über das gemeine Volk recht von Herzen froh bewusst. Wer die vorherige Folge über das erste deutsche Kabarett, das sogenannte Überbrettel, gehört hat, wird diese Zeilen sicher sofort richtig zuordnen können. Freiherr Ernst von Wollzogen, der Gründervater, blickt hier wieder einmal selbstgefällig in der Rückschau 1907 auf sein Kabarettunternehmen, das so gewollt wenig mit dem französischen Cabaret zu tun hatte. Das von ihm so verschmähte gemeine Volk nahm sich aber dennoch besonders eines Überbrettelliedes an, das zum ersten Hit des deutschen Kabaretts avancierte. Der lustige Ehemann aus der Feder von Oskar Strauß und Otto Julius Bierbaum fand Verbreitung auf Noten, Drehorgel und Phonographenwalzen und in vielen Versionen auf Schellackplatte. Hier hören Sie das biedere Tanzduett, gesungen von der Originalbesetzung Robert Koppel und der Diva des Überbrettels Bojena Bratzky. Ringel, Ringel, Rosenkranz, ich tanz mit meiner Frau. Wir tanzen um den Rosenbund, kling, klang, Gloribus, ich dreh mich wie ein Pfau. Kling, klang, Gloribus, ich dreh mich wie ein Pfau. Zwar hab ich kein so schönes Rad, doch fühl ich sehr verliebt und springe wie ein Hirnemin, die weinet gar kein Lieber nicht, als wie die meine gibt. Die weinet gar kein Lieber nicht, als wie die meine gibt. Tra-da-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-da-la-la-la-la-la-la-la-la. Bojena Bratzky kreierte im Eröffnungsprogramm auch ein weiteres Lied, das zwar kein Publikumserfolg wurde, sondern aus einem anderen Grund in die Geschichte einging. Madame Adèle, Text Ernst von Wollzogen, Musik James Rothstein. Dieses Chanson gilt als erstes Dirnenlied des deutschen Kabaretts, ein Genre, das bis heute seinen Platz im musikalischen Repertoire behauptet. Über Brecht-Weils Dreigroschenoper, den Nur-für-Herren-Platten der 1960er, bis zu Tim Fischers Rinnstein-Prinzessin. Doch auch bei diesem Lied darf man nicht den satten Pinselstrich der Argot-Chansons von Aristide Briand erwarten, nicht einmal die Raffinesse einer Madame Arthur, einem der Erfolgschansons von Yvette Guilbert, auf das der Titel sicher nicht zufällig verweist. Zumindest kann von Wollzogens Madame Adèle sich selbst und auch das Publikum mit ihrem angelernten Französisch ein wenig auf die Schippe nehmen. Aber wie schon beim Laufmädel wird der Finger nie auf die in den Logen sitzenden Herren der feinen Gesellschaft gerichtet, die so oft dafür verantwortlich waren, dass von ihnen geschwängerte Dienstmädchen unehrenhaft entlassen und so in die Prostitution getrieben wurden. Das bis zum Erbrechen in Wollzogens Gedichten bemühte Trali-Trala federt auch hier wieder einmal den sozialkritischen Zwischenton ab. Das Überbrettelpublikum darf sich ungestört an den Rundungen und der lebhaften Mimik der Operetten-Diva aus Warschau erfreuen. Die Münchner Kabarettistin Erika Blumberger hat sich 1959 noch einmal dieses Chansons angenommen und es hörbar gemacht. Je suis Adèle, la reine blonde, on me connaît, monsieur parbleu. Je suis la reine du demi-monde, Adèle la fête votre cheveu. Oh my, oh my, hat sie so keine Angst, ich
sing auch Deutsch, wenn's das verlangt, denn mein Französisch klang nur parbleu zum Hausgebrauch fürs Varieté. Ein Franzos ist nur mein Schneider, echt Paris sind diese Kleider. Und drunter, das ist auch kein Quark, c'est deux jupons pour 80 Mark. Die Seidenstrümpf kriegst schon für 8. Was glauben Sie, was glauben Sie, was glauben Sie, wie das Glückliche macht? Nicht immer wühlt ich so in Spitzen, einst trug ich barchend und Flanell. Ich musste an der Maschine sitzen und auch die Feder führt ich schnell. Olé, olé, es war wenig da und ein Korsett verbot Mama, doch unverfälscht und gesund dazu, wie warme Milch frisch von der Kuh. Abends kriegt ich Käse und Rettich und dann kroch fein satt ins Bett ich. Jetzt, jede Nacht im Separé mit frischen Herren ein Souper, da schleck ich, bis das wieder kracht. Was glauben Sie, was glauben Sie, was glauben Sie, wie das Glückliche macht? Ich zählte eben 17 Jahre, da nahte schon sich mein Geschick. Ein Herr vergaffte sich in meine blonden Haare und in den feierlichen blauen Blick. Halli, hallo, wie war ich froh, er fragt nicht lang und nahm mich so. Im vierten Stock haus mein Poet und da geschah's, wie es so geht. Himmel hoch und Himmel weit, heimlich süße Seligkeit, wenn ich an seinem Halse hing, war ich ihm alles, ich dummes Ding. Da ward ich wissend über Nacht. Was glauben Sie, was glauben Sie, was glauben Sie, wie das Glückliche macht? Goldkehlchen mein und Sonnenscheinchen, mein süßes Mädel, lieb und dumm, so nannte er mich und lobte meine Elfenbeinchen und trug mich Buggikrax herum. O Gitt, o Gott, es ist jammervoll, dass solche Liebe enden soll. Doch vom Talent wird man nicht satt, wenn man nicht eine Rente hat. Der zweite war ein Herr Assessor, der stand sich schon erheblich besser. Ja, meine Herren, die Jugend flieht, ein kluges Kind wird früh solid. Treu hat noch nie was eingebracht. Was glauben Sie, was glauben Sie, was glauben Sie, wie das Glücklicher macht? Der erste nahm sich nicht das Leben, als ich zum zweiten mich gewandt. Er ließ mich schleunigst nur die Treppe hinunterschweben, worauf er aus der Stadt verschwand. Tralli, tralla, ist lang schon her, bin längst kein dummes Mädel mehr. Ich fahr zum Rennen viererlang und hab mein Konto bei der Bank. Flog ins Licht als graue Morte, jetzt bin ich lockrot kokotte. Je m'affiche de tout ce que m'acquise. Eh, monsieur, je vous amuse. Flale, voilà, er kreischt und lacht. Was glauben Sie, was glauben Sie, was glauben Sie, wie das glücklich macht? Die Lust an erotischer Pikanterie, die noch heute mit dem Wort Chanson so oft verbunden wird, hat definitiv ihren Platz schon in den ersten deutschen Kabarettprogrammen. Dass es dabei nicht immer in Verse gequetschte, schwüle Männerfantasien sein müssen, beweist eine ungewöhnliche Frau, die bereits als 19-Jährige im Jahr 1900 mit ihren offenherzigen, erotischen Gedichten auffällt und noch dazu eine waschechte Adelige ist. Baronin Gertrud von Puttkammer, die sich Marie-Madeleine nennt. Der zeitgenössische Kritiker Willi Haas lachte sich, wie viele seiner männlichen Kollegen, scheckig über so viel parfümierte literarische Brunst und bezeichnete die Gedichte der Baronin als Paradebeispiel des Viktorianismus in geschnürten Mieder, das schon aus allen Nähten kracht.
Er stellte Marie-Madeleines Gedichte aber immerhin in eine Reihe mit Frühwerken des erfolgreichen Lyrikers Richard Demel, der einige der schönsten Verse zu Bierbaums Anthologie »Deutsche Chansons« beigesteuert hatte. Andere vermuteten hinter dem Pseudonym Marie-Madeleine gar einen Mann, denn einer des Schreibens mächtigen Frau war so viel Vertrautheit mit dem Laster 1900 einfach nicht zuzutrauen. Die unabhängige Zeitung für Politik und Kultur, Die Welt am Montag hingegen, kann Sujet und Form trennen und schreibt, »Seit Heine ist vielleicht nicht so leicht, so sprudelnd, so im Übermut gedichtet worden.« Heute gilt Marie-Madeleine als eine wichtige frühe Stimme weiblicher Selbstbestimmung, die nicht vor dem Bruch mit der gesellschaftlichen Norm zurückschreckte. Marie-Madeleines Gedicht »Moderne Treue« schafft es als Chanson ins Repertoire des Überbrettels 1901, wird gesungen von Bozena Bratzky und wird von Kabaretthistorikern als erstes Vamp-Lied bezeichnet, ein freilich weniger männermordender als männerimitierender Vamp. Sie nahm einen blauen Bogen und schrieb, »Mein Ideal, seitdem du fortgezogen, sterb ich vor Liebesqual. Dir weih ich meine Lieder, dir, mes premiers amours, und kehrst du niemals wieder, ich bleib dir treu, toujours.« Sie nahm einen rosa Bogen und schrieb, »Mein lieber Graf, ich war so ungezogen, als ich sie neulich traf. Ich ging mit ihrem Vetter, doch war's nicht bös gemeint. Sie sind ja so viel netter, und ich bin treu, mein Freund.« Sie nahm einen weißen Bogen, »Mein Prinzchen, lieber Schatz, ich hab dich sehr verzogen, du blonder Fähnrichsfratz. Das Leutnant du geworden, das freut mich riesig, ja, und hast du erst einen Orden, dann sprichst du mit Mama. Du brauchst nicht so zu klagen, ich wart auf dich fürwahr, du brauchst nicht zu verzagen, treu bleib ich immer da.« Sie nahm einen lila Bogen, »Mein vielgeliebter Hans, dir bin ich sehr gewogen und dir gehör ich ganz, nicht wägen, sondern wagen, darum bin ich so frei, dir grad heraus zu sagen, dir bleib ich ewig treu.« Nachdem sie überflogen das Blatt, erhob sie sich, besah sich all die Bogen und gähnte fürchterlich. Und damit sind wir schon mitten in der Erfolgsgeschichte des Überbrettels, denn das bunte Theater des Freiherrn von Wollzogen, der damit seines Freundes Bierbaum Ideen so eigensinnig umsetzte, Bierbaum hasste übrigens den Begriff des Überbrettel, dieses bunte Theater schlug ein wie eine Bombe. Die Zeit war einfach reif gewesen, zu viele wussten um diese Neuheit aus Paris und wollten sie in heimischen Landen erleben. »Der erste Abend war ein Triumph«, erinnert sich der Kabarettist Rudolf Bernauer. »Das Überbrettel hatte Berlin erobert und überflutete auch bald ganz Deutschland. Man spielte vor ausverkauften Häusern, der lustige Ehemann wurde allabendlich viele Male wiederholt, Bozena Bratzky war im Nu die populärste Sängerin in Berlin.« Der Berliner Kritiker Alfred Kerr allerdings schrieb nach der Premiere am 18. Januar 1901 einen seiner gefürchteten Verrisse. »Bei Wollzogen ist es vorläufig ein Unterbrettel. Ich dachte hier an einen Platz für ulkige Kampfgesänge. Die Zensur ist freilich Spielverderberin. Das Überbrettel hat bloß Literatursatiren frei. Nächstens dichte ich eine auf Wollzogen und überlasse sie ihm.
Ich will seinen Stil parodieren, wenn er bis dahin einen hat. Wissen muss man dazu allerdings, dass von Wollzogen es gewagt hatte, Alfred Kerr und seinen verschrobenen Kritikenstil im Eröffnungsprogramm durch den Kakao zu ziehen. Die hier von Alfred Kerr erwähnte allgegenwärtige Zensur war es denn wohl auch, die Ernst von Wollzogen zu einem seiner peinlichsten Kniefälle vor der von ihm verehrten Hohenzollern-Dynastie veranlasste, und zwar am Abend des Kaisergeburtstags am 27. Januar 1901, immerhin ein schulfreier nationaler Feiertag im Reich. Herr Kaiser, wenn heute zu des Thrones Stufen dein Volk sich drängt im hellen Jubelchor, so zürne nicht, wenn keck und ungerufen der Schalk auch bittet um geneigtes Ohr. Einst war der brave Bursch, der Lustigmacher, der größten Herrn verwöhnter Gutgesell. Denn wer auf seiner Seite hat die Lacher, der fürchtet nicht der Feinde Wutgebell. Duckmäuser, die im Dunkeln düster grollen, das sind wir nicht. Geld, du wirst Spaß verstehen. Und wenn wir mal ein Wörtlein wagen wollen, so wirst du gern uns durch die Finger sehen. Wir ballen nicht die Fäuste in den Taschen, wir wandeln frank und frei im hellen Tag. Und wenn wir knechtisch nicht nach Beifall haschen, der starke Herr uns umso lieber mag. Darauf vertrauen wir Überbrettelleute. Lieber Herr Kaiser, Geld, du sagst nicht nein. Es klingt zehnmal lauter, wenn dir 10 Gescheute als 100.000 Esel Hurra schreien. Und trotzdem schlägt der Zensor zu, als von Wollzogen das wirklich witzige Couplet vom Marschallstab aufführen ließ, das sich gegen den eitlen Chef des Generalstabes Graf Waldsee richtete, der angeblich nie seinen Stab aus der Hand legte. Das pikante Assoziationsspiel ist offensichtlich. Zwar hätte daran, wie von Wollzogen sich erinnert, niemand ein größeres Vergnügen gehabt als die das Theater besuchenden höheren Offiziere, Diplomaten und Fürstlichkeiten. Doch wurde dies an oberster Stelle so ungnädig vermerkt, dass es mich beinahe die Konzession gekostet hätte. Ward einstmals in den Krieg gesandt, ein Marschall hin nach fernem Land, und das Respekt man hätte, gab sein Fürst ihm einen Marschallstab, den sollte, wo er ging und stand, er halten stets in seiner Hand, fest stets und treu den Stab in seiner Hand. Nun hält Parade er, Herrje, mit Eifer noch vor dem Diner, dann nur für 5 Minuten knapp stiehlt er ein Nickerchen sich ab und hält dabei gar imposant den Marschallstab in seiner Hand, fest stets und treu den Stab in seiner Hand. Drauf wieder Arbeit bis zur Nacht, wenn alles schläft, schleicht er noch sacht an eine Stätte eng und still, wo endlich er ein Mensch sein will, und hält dabei gar imposant den Marschallstab in seiner Hand, fest stets und treu den Stab in seiner Hand. Trotz dieser kurzen Aufregung war der Erfolg des Überbrettels nicht aufzuhalten. Anfang April 1901 ging von Wollzogen mit einem Teil seines Ensembles auf eine ausverkaufte Tournee nach Hamburg, Leipzig, Breslau und Wien, wo Arnold Schönberg als Pianist aushalf.
Am Alexanderplatz spielte der andere Teil des Ensembles derweil weiter, unter der Leitung von Hans-Heinz Evers. Gleichzeitig ließ von Wollzogen vom Architekten August Endell in der Köpenicker Straße 67-68 ein neues 800-Plätze-Haus bauen im reinsten Jugendstil. Am 28. November 1901 war bereits Eröffnung. Was der vom Erfolg verwöhnte Brettl-Baron für einen brillanten finanziellen Schachzug hielt, nämlich die Gründung einer Überbrettl GmbH, die das Risiko auf mehrere Aktionäre verteilte, sollte sich als sein Untergang erweisen. Er verlor mit seinem untergeordneten Aktienanteil den Einfluss auf Programmgestaltung und Engagements. Im Zuge der wachsenden Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Aufsichtsrat wurde er schon im Frühjahr 1902 von seinem eigenen Unternehmen beurlaubt. Im Juni trat er schließlich endgültig zurück. Doch die hohen Unkosten des Theaters, allein das Orchester war auf 22 Mitglieder angewachsen, die Konkurrenz der wie Pilze aus dem Boden schießenden Kabarettbühnen, bis 1902 sind es allein in Berlin 43, und auch das abflauende Publikumsinteresse führen schon zum Ende des Jahres 1902 dazu, dass das bunte Theater sich vom Kabarett verabschiedet und bis zur endgültigen Liquidation im Frühjahr 1903 Lustspiele zeigt. In seinen Memoiren mit dem Titel »Wie ich mich ums Leben brachte« erinnert sich der Freiherr. Ich habe einmal, wie männiglich bekannt, den Versuch gemacht, einen Sektausschank für deutsche Schwerblütler zu eröffnen, auf dem Wege anmutiger Kleinkunst dem deutschen Spießer beizukommen, indem ich ein Brettl für Feinschmecker auftat. Man kennt die Folgen. Die Animierkneipen zehren noch heute von meiner löblichen Absicht, und die Zote hat sich eine seidene Halblarve vorgebunden. Für den Vater des Überbrettels aber bedeutete die flüchtige Liebschaft mit der leicht geschürzten Muse den schlimmsten aller seiner Selbstmorde. Von Wollzogen heiratete nach seinem Rausschmiss die Überbrettlerin und Lautensängerin Elsa Laura Seelmann und ging mit ihr und anderen SchauspielerInnen seines Ensembles auf Tourneen im In- und Ausland. Er wendete sich wieder vermehrt dem Schreiben zu und gründete 1905 die erste komische Oper in Berlin. Auch dieses Unternehmen endete bald im künstlerischen und finanziellen Fiasko. 1918 lässt er sich schließlich in Bayern nieder und verfolgt als eingefleischter Monarchist die junge Weimarer Republik mit Hasstiraden. Sein auch in seinen Werken offen zutage tretender Antisemitismus treibt ihn schließlich in die Arme der Nationalsozialisten. Zwei Jahre vor seinem Tod veröffentlicht von Wollzogen 1932 im Völkischen Beobachter, dem Propagandaorgan der Nazis, einen Wahlaufruf für Adolf Hitler, den er als Kandidat der deutschen Geisteswelt sieht. Zu Hohn und Häme hatte der Brettl-Baron von jeher eingeladen und satirische Nachrufe auf ihn und seine Unternehmungen gab es schon zu Lebzeiten, in Couplet-Form von Otto Reuter bis zu Gedichten in Tageszeitungen, wie 1901 im Berliner Tagblatt aus der Feder des Berliner Schriftstellers Hans Brennert. Mit der letzten Strophe seines Überlieds verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Und muss ich stillos einst verlassen, die stilisierte Überwelt, sollt ihr als Grabschrift mir verfassen, hier ruht ein stilvergnügter Held. Lasst, Freunde, noch um eins mich betteln, baut aus sechs kleinen Überbretteln dem Leib, der meine Seele barg, den stilisierten Übersarg. Am Übersarge, wenn ich schied, singt mir mein Lied, mein Überlied.